Liebe Freunde, willkommen zurück. In einem Tag, da passieren mehrere Dinge. Ja, einmal Kameradschaftstraining wird dann abgeschlossen. Und die verdeckte Aktion wird auch erfolgreich, denke ich mal, abgeschlossen werden. Geheimnisvoller Fremder. 8 Tage. Gemischte Beute. Okay, in Nordamerika. Wir haben hier aber noch Legierungen. 2 Tage. Avenger berechnet neuen Kurs. Nach ihrem gemeinsamen Training im Trainingszentrum haben diese beiden Soldaten ein noch besseres Verständnis füreinander. Wenn wir sie weiter gemeinsam aufs Schlachtfeld schicken, werden sie noch effizienter. Unsere Zusammenarbeit kommt dem Widerstand sehr zugute. Okay. Einfluss bei der Strahlungszeugenfraktion gestiegen. Erfahrungspunkte erhalten. Willumfähig gestiegen. Okay. Unser vereinter Widerstand erfährt erneut viel über diese Auserwählten, die uns verfolgen. Langsam aber sicher lernen wir, ihren Worten zu vertrauen, Commander. Jagd auf auserwählten Hexer Teil 2 freigeschaltet und ein Einrichtungshinweis. Die Fähigkeiten meiner Anhänger und ihrer Leute werden immer besser. Und der Widerstand kann jetzt mehr Verantwortung übernehmen, falls nötig. Ja, wir haben keine Labore gebaut, also das bringt uns nichts. Eine neue verdeckte Aktion zu weisen. Unser Einfluss auf die Widerstandsfraktionen hat sie dazu bewegt, uns ein paar neue Informationen zu den Auserwählten zu geben. Ja, so ein Einrichtungshinweis wäre natürlich auch gut. Damit könnten wir den Avatar-Fortschritt reduzieren. Wir haben nicht mal 25 Vorräte. So, Jagd auf auserwählten Hexer Teil 2. Da bräuchten wir einen Lieutenant und einen Sergeant am besten. Okay, das machen wir. Ihr Spezialist. Und als Sergeant ein Scharfschütze. Und ein Soldat bekommt Ausweichen plus 10. Was hätten wir jetzt verfügbar? Scharfschütze, Grenadier, Spezialist. Kein Ranger, der nicht müde ist. Ja, hier, der Spezialist kriegt dann noch Ausweichen plus 10. Los geht's. Wir beginnen sofort mit der verdeckten Aktion, Commander. So, dann haben wir... Im Trainingszentrum könnten wir... die nächste Kameradschaft verbessern, aber das machen wir jetzt nicht. Außer die sind eh jetzt müde, beziehungsweise
Ah. Die sind ziemlich lange müde hier, die beiden. Ja, gut. Angeschlagen 5 kann sie als angeschlagene Soldatin am Training teilnehmen. Nein, das geht nicht. Wir lassen das jetzt einmal offen. Mal schauen, dass wir mehr Soldaten wieder haben, die einsatzbereit sind. Ja. Strategische Ressource gefunden. 42 Legierungen bekommen. Hier ist ein Feuergefecht, da würden wir einen Soldaten bekommen. Wir fliegen einmal zum Schwarzmarkt. Avenger berechnet neuen Kurs. Der Markt ist offen. Überragender Schaft für 20 Informationen. 110 Vorräte für 35 Informationen. Das machen wir. Überragender Schaft, da macht der Soldat wahrscheinlich immer mindestens 3 Schaden, auch wenn er daneben schießt. Okay. Ja, 3 Schaden. Irgendwas verkaufen? Zwei Mutonleichen, 2 Advent-Soldatenleichen, 1 Sektoidenleiche. Okay, bestätigen. So, Haupteinsatz wäre hier in Neu-Australien, Alien-Einrichtung. Da sind wir hingegangen, weil wir dort ja, aber der vorherige Einsatz, die vorherige Alien-Einrichtung. Kontakte erstellen. Da müssten wir einen Ingenieur anders zuweisen. Hier, Kommunikationszentrale. Wir können auch den Gremlin tauschen. Also den hier entfernen. So. Kommunikationszentrale verbessern, da haben wir nicht genug Energie für.
Das ging ja nicht, die zwei. So, ich muss ja noch mal schauen, welche Kombination die zweite mögliche war. Und Slava mit Wut. So, die Spezialistin. Und Ranger. Nee, machen wir nicht. Wenn Pitbull wieder einsatzbereit ist, gerne, aber nicht vorher. Wir können jetzt hier ein Relay bauen für 65 Vorräte. Machen wir das ruhig. 100 Vorräte, okay. Setze Kurs auf den westamerikanischen Bezirk. Nein! Heute schon bezahlt. Verdammt! Ja, jetzt wollen wir es doch. Die Ergebnisse unseres Durchbruchs sind ziemlich faszinierend. Austauschbare Verbesserung. Durch eine Neuentwicklung unserer Modularsysteme, um den Zugang zu ihren verbrauchbaren Teilen zu verbessern, können unsere Waffenverbesserungen unendlich wiederverwendet werden. Illyrium hatten wir angehalten, noch 12 Tage, da hatten wir eine Inspiration für gehabt. Ipan-König-Autopsie. Auch wenn meine letzte Autopsie schon etliche Jahre zurückliegt, habe ich mich ganz natürlich wieder in die Abläufe eingefunden. Dieses Subjekt wirkte weniger furchterregend. Vielleicht aufgrund seiner Ähnlichkeit zu verschiedenen auf der Erde beheimateten Reptilienspezies. Die umfangreichen zytogenetischen Modifikationen der Chromosomen lassen vermuten, dass es sich hierbei vielleicht um das einzige männliche Exemplar der gesamten Spezies handelt. Ich wollte es Shen gegenüber nicht zugeben, aber eine Sache vermisse ich noch mehr als meine Laborausrüstung. Die verdammt saftigen Advent-Burger. Ich weiß nicht, wo sie das Fleisch hernehmen. So, jetzt aber. Jetzt haben wir doch bestimmt Soldaten. Ja, ausreichend Soldaten einsatzbereit. Ja, okay. Dann ja, ihr zwei. Ihr geht mal eure Kameradschaft verbessern. Avenger berechnet neuen Kurs. Oh je, Leute, verklickt. Setze Kurs auf die westliche USA. Jetzt aufpassen.
Ein Flammenwerfer ist rausgekommen bei experimenteller schwerer Waffe. Leider. Neue Befehle, Commander. Er teilt sehr gerne noch eine zweite Schredderkanone. Einen Leriumkern. Wir haben noch zwei Kerne. Feldmedizin. Okay, wir gehen hier die Feldmedizin an, um unsere Medikits aufzuwerten. Klingt gut, Commander. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Trotz ausgiebiger Studien der Forschungsberichte von Dr. Valen muss ich mich immer noch fragen, wie sie ein so beeindruckendes Verständnis für die Prozesse erlangen konnte, die zur Bearbeitung und Manipulation des Alien-Genmaterials nötig sind. Ein neues Testbereichsprojekt verfügbar, Schlangenanzug. Moment. Okay, bis jetzt haben wir den Spinnenanzug. Und Schlangenanzug ist dann nochmal etwas anderes. Habe ich eine neue Forschung gestartet? Nein. Commander? Advent Geschützanalyse, 2 Tage. Die Geschütze, die Advent in ihren Einrichtungen und an Sicherheitskontrollpunkten einsetzt, sind auf ähnliche Weise automatisiert wie die mechanisierten Alien-Einheiten. Sie haben scheinbar viel Zeit auf die Entwicklung der optischen Sensoren und Zielsysteme verwendet, die Shen nach der Demontage sicher gründlich untersuchen will. Okay. Unsere Forschung war ein Erfolg, Commander. Advent scheint kein Problem damit zu haben, völlig autonome Waffen in direkter Nähe zu den Einwohnern dieser Städte zu stationieren. Das zeigt, wie sehr sie um unser Wohl bemüht sind. Ja, wir könnten jetzt die Verteidigungsmatrix bauen. Die Verteidigungsmatrix funktioniert Advent-Geschütze für die automatische Verteidigung um, die zum Einsatz kommen, wenn die Avenger am Boden angegriffen wird. Ja, bis jetzt wurden wir ja noch gar nicht angegriffen. Kann aber immer noch passieren. Andromedon-Autopsie. Wie bereits von Shen vermutet, scheint es in der Tat so zu sein, dass diese Kreatur nur innerhalb der Grenzen ihres massiven Schutzanzugs lebensfähig ist. Zum Leidwesen unserer Truppen stellt der Anzug selbst, auch unabhängig vom Status seines Trägers, eine starke physische Bedrohung dar, wie wir zu unserem Erstaunen auf dem Schlachtfeld feststellen mussten. Beutezug, geheime Informationen, Commander. Der Widerstand meldet Informationen über eine Advent-Nachschublinie. Wir sollten ihre Transporter abfangen. Operation Geduldiger Morgen. Extrahiere Advent-Vorrat. Ja. Äußerst wertvolle Alien-Technologie wird durch Westamerika transportiert. Und da gibt es Verlorene. Und der Seelentöter kontrolliert die Region. Commander, Sie sollten wissen, dass Verlorene in diesem Gebiet aktiv sind. Unsere Truppen müssen besonders wachsam sein. Ja, Leute. Das A-Team ist wieder am Start. Mox, Outrider,
Pitbull. Und dann schauen wir gleich, dass da noch mehr dazu kommt. Bishop, Kameradschaftstraining, einen Tag. Okay, nicht das komplette A-Team. So. Ja, Mox hat ja jetzt auch ein Upgrade bekommen. Seine Klauen. Fusionsklaue. Schaden 8. Bei der Ionenklaue hatte er 6 plus 1. Betäubungschance 25%. Die normale Klaue hatte nur Schaden von 4. Ach, jetzt ohne Betäubungschance. Okay. Na ja, gut. So. Ja, Outrider könnte ja... Moment. Den überragenden... schafft. Mokshi ist ja... Genau, der Mokshi ist ja häufiger. Überragender schafft für Mox. Perfekt. Und er hat eine Chance von 10%, das Ziel ungeachtet seiner TP sofort zu töten. Hört sich auch sehr gut an. Ja, voll. Persönliche Kampfsimulation. Plus 11 Wille. Ich da auch. Ja, voll. Eventuell werden wir mit zwei Rangern spielen. Aber wir haben bis jetzt auch keinen Scharfschützen dabei. Ja gut, der Scharfschütze ist zumindest schon mal auf Rang Sergeant. Zwei Rangern. Einer bekommt die Fusionsaxt und der andere kriegt. Kann man mal ausprobieren. Ja, Katana. Leute, ich mache einen Cut. Feinjustiere das noch und dann starten wir in die Mission. Oder wir starten zu Beginn der nächsten Folge in die Mission. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.